Der Priester ist dran in der Arena. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Und die erste Auswahl ist schon mal gar nicht so schlecht. Mit Resurrect. Ganz coole Karte. In der Arena natürlich nicht ganz so zuverlässig zu spielen wie im Constructed. Violet Teacher und Stampeding Kodo. Das Stampeding Kodo ist hier am besten. Das haben wir in der letzten Arena-Runde schon gesehen, was das kann. Starke Karte. Oh, auch eine nette Auswahl. Vor allem gleich mal ein Board Clear, der in der letzten Arena-Runde gefehlt hat. Holy Nova und Spellbreaker. Da nehmen wir auf jeden Fall die Holy Nova. Bisschen Board Clear, da braucht man immer. Master Swordsmith. Panzer Summoner. Ist okay. Aber der Argent Commander mit Divine Shield ist am stärksten. Zack, den sacken wir uns ein. Schauen wir jetzt mal Grimmscale Oracle. Ja gut, ist kein Murloc-Deck. Braucht man nicht. Fairy Dragon. 3-2. Okay, ja, Two-Drop und kann nicht von Spells als Ziel genommen werden, was ganz gut ist. Und ein Wolf Rider. Nicht Direwolf Alpha. Ich nehme ihn mal mit. Ich schreibe es mal richtig auf, auch wenn ich trotzdem den Fairy Dragon nehmen werde. Trotzdem ist das besser. Circle of Healing. Eher eine Kombo-Karte. Als jetzt alleinstehend so besonders gut. Murloc Raider und der gute Temple Enforcer. Den nehme ich doch sehr gerne mit rein. Guter Anfang bisher. Und es geht gut weiter. Nicht der Booty Bay Bodyguard, der hat zu wenig Stats für seine 5 Mana. Leper Gnome, auch beim Priester eher nicht so zu finden. Sondern der Chillwind Yeti, der gute Stats hat und auch gut vom Priester wieder hochgeheilt werden kann mit seinen 5 HP. Das sieht auch sehr gut aus. Ich bräuchte mal noch ein paar Buffs demnächst. So, Novice Engineer, Fen Creeper und Divine Spirit. Der Fen Creeper ist ziemlich stark bei dem Priester. Divine Spirit hätte ich auch ganz gerne. Aber ich nehme erstmal den Fen Creeper als Minion noch. Vielleicht kriege ich ja nochmal einen Divine Spirit. Da ist es auch schon. Obwohl, da ist auch ein Acidic Swamp Ooze dabei. Das ist aber jetzt eine gemeine Auswahl. Die hätte ich ganz gerne alle drei. Der Dragonkin Sorcerer ist sehr stark. Gerade beim Priester, weil man ja Buff-Karten hat und dann kriegt man nur noch plus eins, was einfach mal super ist. Divine Spirit ist auch ganz gut. Und Acidic Swamp Ooze ebenfalls. Ich nehme Acidic Swamp Ooze, einfach die sichere Variante. Einmal eine Waffe zerstören. Schauen, was wir noch bekommen. Ah, jetzt hätte ich alles drei, hätte ich es gerne gehabt. Auch wenn das hier gar nicht so hoch bewertet hat. Ich fand das alles drei ziemlich gut. Spire Tank, sehr guter 3-Drop. Silver Moon Guardian, auch ein guter 4-Drop. Aber Spire Tank mit den Stats einfach. Sehr gute Karte. Oh, was mir in der letzten Runde gefehlt hat, bekomme ich jetzt. Und zwar drei Top Legendaries. Die sind drei, alle drei sehr, sehr gut. Sneeds Old Shredder. Sieht auf den ersten Blick nicht so beeindruckend aus. 8 Mana, 5, 7 Stats, aber man kriegt einen anderen zufälligen Legendary Minion. Sehr gut. Prophet Valen. Ja, verdoppelt meine Healing Power. Ist aber eher, würde ich wahrscheinlich eher in einem anderen Deck sehen. In einem Constructed, wo man davon wirklich profitieren kann. Nichtsdestotrotz sehr starke Karte. Und Ragnaros Firelord geht immer. Der geht immer, den muss man nur am Leben erhalten. Und dann räumt er am Ende das Deck auf, hoffentlich. Noch ein Argent Commander, hat man eben schon. Sehr gute Karte. Mana Addict, war nicht so toll. Und der Tide Caller ebenfalls nicht. Ganz klar der Argent Commander. Jetzt muss man noch eine schöne Mana-Kurve und den Ragnaros rausspielen. Dann bin ich mit allen zufrieden. Angry Chicken, eher nicht. Sunfuel Protector ist okay. Und Twilight Drake ist aber hier die beste Karte. Gnomish Experimenter. Nee, nee, nachher versaue ich mir noch damit den Ragnaros. Ich sehe es schon kommen. Shadowboxer hingegen ist ein guter Two-Drop. Und Arcane Nullifier ist ein guter Taunt. Aber den habe ich lieber in Decks, wo ich eigentlich auch heilen kann. Weil hier wäre es mir lieber, wenn ich meine Taunts auch vielleicht hochheilen kann. Deswegen nehme ich hier den Shadowboxer, der doch da am besten ist. Oh, und noch eine Holy Nova. Das gefällt mir. Ja, das Deck gefällt mir langsam richtig gut. Mech Warper,
Holy Nova ist hier die gute Karte. Bluegill Warrior brauchen wir auch nicht. Natürlich nehmen wir die Holy Nova mit. Nightblade. Ja, nicht so spannend. Earthenring Farseer, gar nicht schlecht. Novice Engineer allerdings auch mit dem Card Draw. Aber Earthenring Farseer mit 3 Healing ist schon eine super Karte. Die nehme ich gerne mit. Noch ein Shadowboxer. Sehr gute Karte. Knife Juggler ebenfalls nicht schlecht. Und Deathlord kann für den Priester ebenfalls sehr gut funktionieren. Aber Knife Juggler ist schon am besten. Ein guter Two-Drop. Wenn ich eine Karte beschwöre. Noch ein Messer verschießen. Das nehme ich mit. Auch die Mana-Kurve sieht langsam ganz vernünftig aus. Den Bloodsail schreiben wir es mal aus. Dann geht es ein bisschen einfacher. Bloodsail Raider. Da ich keine Waffen habe, nicht so interessant. Mechanical Yeti ist ein sehr guter 4-Drop. Micro Machine ist auch ein netter 2-Drop. Aber der Mechanical Yeti ist hier besser. 4-Drops brauchte ich eh noch. Und ich brauche auch 3-Drops. Torrent Warrior ist okay. Oder ist ganz gut. Der Burly Rockjaw Drog und der Iron Fur Grizzly. Nein, falsch. Machen wir es mal so. Grizzly. Ich nehme, glaube ich, den Burly. Der Burly ist ziemlich gut. Kann man noch ein paar 3-Drops nehmen. Ist ziemlich knapp, weil so gut ist der andere leider nicht. Deswegen nehme ich lieber den Burly. Micro Machine noch ein 2-Drop. Armani Berserker. Und Explosive Cheap. Pop. Witzig, dass er... Ja, ist relativ knapp zwischen der Micro Machine und dem Armani Berserker. Explosive Sheep möchte ich nicht. Mit Glück kann die Micro Machine natürlich groß werden. Oder ein bisschen stärker. Armani Berserker. Ich habe auch nichts, um den zu aktivieren selber, sondern er kann halt nur vom Gegner angegriffen werden, damit er auch meistens gekillt. Nehmen wir die Micro Machine. Bloodsail Corsair, wieder was mit Waffen. Aber allerdings wird diesmal eine Durability vom Gegner entfernt. Ist ganz nett manchmal. So, Bloodsail Corsair. Questing Adventurer. Das wäre allerdings ein schönerer Sweet Drop. Crazed Alchemist ist auch gar nicht so schlecht. Hat einige nette Synergien. Aber ich hätte allerdings lieber einen Sweet Drop, den Crazed Adventurer. Crazed Alchemist hat ganz coole Kombinationen, aber ich spiele es lieber so. Oh, schöne Karten. Stranglethorn Tiger. Gute Karte. Palette Shredder, gute Karte. Armani Berserker hatten wir eben schon. Ist okay. Wir nehmen den guten Vordrop, den Piloted Shredder, der noch was hinterlässt. Oh, noch ein Acidic Swamp Ooze. Clockwork Gnome. Ein One-Drop wäre es immerhin mal. Und der Volcanic Drake. Manchmal kann man den Volcanic Drake schon relativ günstig ausspielen. Wie sieht die Mana-Kurve aus? Ich nehme noch einen Acidic Swamp Ooze. Das ist mir, scheint mir ein bisschen sicherer. Ich will das gute Early Game haben und dann möglicherweise im Late Game vielleicht mit dem Ragnaros gewinnen. Stormpike Commando ist okay. Thought Steel ist auch so okay, aber in der Arena nicht so wichtig wie in Constructed. Nehme ich hier den Acolyte of Pain, der mir meistens zumindest eine Karte noch hinterherzieht. Mechanical Yeti, nochmal ein guter 4-Drop. Tinkertown Technician ist halt gut in einem Mech-Deck, aber hier so viele Mechs habe ich nicht, dass sich das, glaube ich, lohnt. Ziehen wir mal durch. Oder wo ziehen wir es hier oben durch bei der Shredder? Mechanical Yeti 1, Spider Tank. Inzwischen doch einige. Micro Machine auch noch. 1, 2. Nein, einen haben wir so rum. 1, 2. Ja. Der Spare Part würde natürlich dem Questing Adventurer helfen. Spare Part kriege ich aber auch hier und hier kriege ich ihn garantiert, aber each Player kriegt einen.
Ein Mana mehr und ein Stat mehr. Gehen wir das Risiko ein mit dem Tinkerton Technician. Das passt gar nicht so schlecht. Mad Bomber, Worgen, Infiltrator, beides okay Karten. Aber noch eine Holy Nova. Auch wenn man nicht unbedingt drei braucht, sage ich trotzdem nicht nein. Ja, too many Holy Novas eigentlich. Ich nehme ganz gerne auch eine dritte Holy Nova. Da habe ich das immer, wenn ich das gegen mich habe. Lieber eine Holy Nova zu viel als eine zu wenig, sage ich aber. Thought Steal eben schon mal gehabt. Ist okay. Holy Smite kostet nur einen Mana, deswegen ist es ganz nett. Und hat auch Synergien mit dem Questing Adventurer. Ja gut, jetzt noch eine Holy Nova muss nicht unbedingt sein. Deswegen nehmen wir Holy Smite. Immerhin noch Holy. Okay, das ist mal richtig schwach. Eine Ruby and Egg. Murloc Tidecaller. Und Ancient Watcher. Ja, das ist eine Ruby and Egg. Kann vielleicht noch irgendwie aktiviert werden, auch vom Gegner mit einem Bomber oder dem Knife Juggler. Wir haben Sunfury Protector, glaube ich, oder? Habe ich einen Sunfury Protector? Ich gucke gerade, ich sehe keinen. Anscheinend nicht. Chilvin Yeti, Mechanical Yeti. Vielleicht mit einem Spare Part könnte man es aktivieren. Ich habe sonst keine Möglichkeit, das zu aktivieren. Das ist ja mies. Nicht mal ein Buff, Valence Chosen oder so, irgendwas Gutes. Das ist ja mies. Puh. Habe ich einen Silence? Ich habe auch keine Silences, das ist aber der Ancient Watcher interessante. Ne. Kannst mit dem Holy Smite selber killen. Ja. Nehme ich es mal mit. Das war eine beschissene Auswahl. Man hat jetzt Valence Chosen hinterher. Spider Tank. Valence Chosen ist insgesamt gut und vielleicht kann ich das Ei damit aktivieren. Das wäre ja auch was. Zack, her damit. So, die letzten Karten. Nochmal ein Mechanical Yeti. Hatten wir schon das eine gute Karte. Das ist Neutron und Nomurgan Infantry. Nomurgan Infantry geht schon mal raus. Neutron ebenfalls. Mechanical Yeti könnte mir noch was geben, um mein Ei zu aktivieren. Und von daher ist es die richtige Karte. Und das letzte. Dragon Egg. Master Swordsmith. Könnte ebenfalls mit dem Ei funktionieren. Deswegen wäre es ganz nett. Deathlord. Achso, ist auch nicht so schlecht. Wenn ich den ein bisschen am Leben erhalten kann. Ich habe natürlich nicht so viele Buffs. Die Idee hinter dem Deathlord ist natürlich meistens, dass man den dann hochbufft und ein bisschen am Leben erhält. Weil sonst wird es nervig. Was habe ich denn sonst noch so? Ich nehme den Master Swordsmith in diesem Fall. Auch wenn er den nicht empfiehlt. So, jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Ich werde den Decktracker richtig einstellen. Damit ihr dann gleich mitgucken könnt, was ich spiele. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Priester loslege. Wir können noch mal kurz ins Deck schauen. Ist ganz nett. Board Clear habe ich. Ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Buffs. Ich hätte gerne noch einen Valence Chosen mehr, auch zwei. Die kann man nie genug haben. Inner Fire wäre auch nicht schlecht, sowas in die Richtung. Ansonsten ist das Deck von der Mana-Kurve ganz gut. Es hat, könnte noch ein bisschen besseres Late Game haben. Aber wenn ich den Ragnaros rauskriege, sollte es eigentlich meistens ganz gut funktionieren, wenn der Gegner nicht direkt einen Counter hat. Also, kurze Pause und dann sehen wir uns gleich.